Moin ihr Lieben, herzlich willkommen, eine neue Ausgabe von Aurich TV. Heute, ihr seht das hier, Katastrophenalarm in Aurich. Ich sehe auch gar nicht mehr so state of the art aus, aber warum tue ich das nicht? Ganz einfach, wir sind im Schützenhaus in Aurich, natürlich auch abgesoffen. Da ist normalerweise heute Abend Schießabend und da waren wir dann im Schützenhaus. Und als der ganze Klabatsch hier um 7:30 losging, haben wir gedacht, na Gott sei Dank kühlt es etwas ab, was wir aber jetzt hier erleben in Aurich, ist eine Katastrophe. So habe ich es auch 2000 und auch 2002 nicht erlebt bei den Schlagregen, sondern das hier ist etwas, was bisher einmalig ist. Jürgen und ich sind gerade ein bisschen rumgefahren, haben mal versucht, was zu machen, haben mal geguckt. Das Wasser steht also überall 30, 40 Zentimeter, auch auf den Straßen, es läuft nicht mehr ab. Vermutlich sind die Gullis alle voll. Die Feuerwehr kann natürlich im Moment nichts tun, außer zu kontrollieren, wo ist was los. Im Moment wird hier gefahren in Richtung Stadtauswärts Parkauf. Wir sind da gerade auch gewesen. Parkauf wieder, so eine Senke. Da steht das Wasser, denke ich mal, 50, 60 Zentimeter hoch. Man schiebt richtige Bugwellen vor sich her und ihr seht das auch bei den Autos, die hier langfahren, und ihr seht es auch an der Fließgeschwindigkeit. Da vorne kommt jetzt das nächste TLF angefahren oder ist der Rüstwagen, so wie es aussieht. Also hier ist richtig was los und wir können euch nur versuchen, diese Live-Bilder, die Jürgen gleich nochmal schneidet, zu vermitteln. Also wie gesagt, ich habe hier schon viel erlebt in Aurich. 2000 war es ganz besonders schlimm, dann war 2002 nochmal dasselbe, aber jetzt in 2024, so habe ich es noch nie erlebt. Und wenn ihr euch jetzt mittlerweile anguckt, was hier für eine Fließgeschwindigkeit ist, ich gehe hier mal zur Straße bis an den Bordstein, das ist hier wie ein Fluss, wie ein Bach, wo das Wasser durch die Gegend läuft. Und wie gesagt, es blitzt und donnert hier. Und wir zeigen euch jetzt gleich einfach nur unkommentiert Schnittbilder, die wir heute Abend eingefahren haben. Wir gehen jetzt wieder ins Auto, weil das Gewitter, das nächste Gewitter, die nächste Unwetterzelle zieht jetzt weiter heran. Wir gucken mal, ob wir uns gleich noch irgendwo melden. Im Moment hört es einen ganz kleinen Augenblick auf zu regnen, aber es rumst und donnert um uns herum. Und wir fahren mal jetzt noch eine Station weiter. Ihr hört es, da kommt also das nächste. Wir fahren weiter und hören uns gleich noch mal wieder. Die steht unter Wasser, total, wie damals, als die Überschwemmung war. Ich habe ja nun schon Allrad, aber ich weiß nicht, hier steht glaube ich 40 Zentimeter Wasser. Ach du meine Güte, aber schlimmer. Nicht im Schützenhaus, oder? Nein, ich bin auf der leeren Landstraße. Ach, du bist auf der leeren Landstraße, ja, das wusste ich ja nicht. Ist alles. Ja, ihr Lieben, wir sind noch ein Stück weiter gefahren. Eine halbe Stunde später ist jetzt etwa
kurz nach 9:30. Das Unwetter läuft jetzt seit fast 2 Stunden. Wir sind hier auf dem Gelände vom E-Center Cordes. Parkkauf hier hinten raus. Ich habe mich gerade mit der Feuerwehr unterhalten. Das Gelände hier steht ja komplett unter Wasser, teilweise so hoch. Ihr seht es vielleicht an meinen Gummistiefeln. Jürgen, geh mal eben drauf. Dass also das Wasser fast durch die Stiefel oder oben reinschwappt. Dann könnt ihr euch einfach eine Vorstellung machen. Ich bin jetzt ganz außen rumgelaufen. Mittlerweile ist hier natürlich auch reichlich Katastrophentourismus. Den hat man ja immer. Die wollen gucken, was hier los ist. Wasser, Wasser, Wasser. Das Problem ist, da sagte mir die Feuerwehr gerade, das gesamte Wasser aus der Innenstadt scheint hier in diese Richtung zu laufen. Das ist ja immer bei Hochwasser immer ein Sammelbecken hier beim E-Center. Man hat zwar schon in den letzten Jahren viel investiert, dass das Wasser wegläuft, aber diese Mengen, die sind einfach nicht mehr handelbar. Kein Wunder. Es gewittert immer noch rund um uns herum, also seit 2 Stunden heftiges Gewitter. Wir sind jetzt also hier, der junge Mann sagte mir gerade, da hinten an der Pumpe, man versucht jetzt also verzweifelt mit allem, was pumpen kann, das Wasser hier wegzukriegen. Und wenn es erstmal nur auf die andere Straßenseite rübergeschleudert wird, die Pumpe macht mehrere tausend Liter. Und er sagte mir auch gerade noch mal, es wäre also sehr interessant, dass es nicht in allen Ortsteilen gleichmäßig gerichtet hat. Es hat Ortsteile gegeben, die sind stark betroffen, wie zum Beispiel Popens. Popens ist sehr, sehr stark betroffen worden. Sandhorst auch. Ihr habt die Esenser Straße gerade gesehen. Auch da steht das Wasser. Und hier natürlich dieser Bereich ist ganz extrem stark betroffen worden. Wie gesagt, ich habe es gerade schon im Auto gesagt. Ich bin froh, dass ich dann doch einen SUV dabei habe. Allrad und Moddermodus, sage ich mal. Jürgen hat schon gelacht. Moddermodus. Ja, der Kia, der hat einen Moddermodus. Und dann im ersten Gang wirklich durch dieses Wasser durch. Man kommt sich fast vor, als fährt man mit dem Boot. Und weil man die Fahrbahn auch gar nicht mehr sieht, man tastet sich da durch. Und mit Sicherheit wird die Feuerwehr, ihr seht das hier, noch bis weit, weit in die Nacht beschäftigt sein, hier dieses Areal in irgendeiner Weise in den Griff zu bekommen, beziehungsweise auch andere Schäden innerhalb Aurichs in den Griff zu kriegen. Es gibt überhaupt keinen Überblick, das sagte mir der Feuerwehrkamerad vorne auch gerade. Hier will jemand wegfahren, hoffentlich in den Feierabend. Es ist überhaupt, wie man immer so schön sagt, eine dynamische Lage. Es kann also alles passieren. Es ist überhaupt noch keine Übersicht, wo sind welche Schäden. Das wird ganz bestimmt die ganze Nacht andauern. Und wir halten euch natürlich auf dem Laufenden. Fürs Erste geht es jetzt darum, dass wir euch aktuelle Bilder geben. Ich muss wieder zurück ins Schützenhaus. Da säuft der Rest jetzt nämlich auch noch ab. Wir haben ja vorhin schon mit 7, 8 Mann Wasser geschöpft und haben Sand vor die Türen gekippt, damit das Wasser nicht alles unten reinläuft. Wir haben erst in eine riesige neue Drainageanlage investiert, aber diese Regenmengen sind nicht mehr zu bewältigen. Wir nehmen euch heute Abend mit auf diese Bilderreise, auf dieses Unwetter, auf diese Katastrophe, die sich hier abgespielt hat. Wie gesagt, ich habe es in 2000 und ich glaube 2002 oder 2003 war es auch noch mal nicht so schlimm erlebt, wie es heute Abend ist. Das ist schon heute extrem. Jürgen geht jetzt an den Schnitttisch. Wir bleiben die Tage sicherlich dabei und werden euch auf dem Laufenden halten, was los ist. Wie gesagt, es blitzt hier rund um uns herum und mein Telefon klingelt natürlich auch in einer Tour. Wir machen jetzt hier mal weiter und Jürgen schneidet jetzt und dann gehen wir online und dann seht ihr, was heute in Aurich los ist. Wir sehen uns. Ich habe mir gerade erstmal ein frisches Hemd geholt und eine regenfeste Jacke. Hat man meistens dann im Auto. Ihr seht's, man muss heutzutage auf alles gewappnet sein.